Hi YouTube, was geht ab? Hier ist Novi. Ich begrüße euch hier auf meinem Channel und neues Video mit meinem neuen PC. Und ich muss heute den Desktop aufzeichnen, weil ich euch von Black Ops 3 das neue Update mal vorstellen möchte. Und will dafür natürlich auf die Website oder auf eine sehr gute Website. Und zwar, die zeige ich euch am besten jetzt. Findet ihr, ob das Programm, mit dem ich gerade den Desktop aufzeichne, ist nochmal voll der Burner, oder? Ist eine Freeware. Kostenlos, keine Testversion, irgendwas. Ist absolut kostenlos. Gibt auch, so wie ich weiß, kein Branding im Video zu sehen. Was natürlich auf jeden Fall sehr wertvoll ist. Und es gibt meines Wissens, ist das Teil auch nicht zeitbegrenzt, dass man halt nur 10 Minuten Videos machen kann. Wie auch immer. Ich glaube, man kann auch damit Games aufzeichnen, aber da will ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall, dazu mache ich noch ein extra Video. Heute geht es echt nur in dem Video um Black Ops 3 und das neue Update und was es so bringt. Und ja, das machen wir mal schnell hier. So, ich stelle euch das hier mal schnell vor, und zwar folgendes: Es wurde nur für PlayStation 4 und Xbox One rausgehauen. Nicht, also da ist der Patch nicht für PC. Auch wenn hier drin stehen sollte PC, PlayStation und Xbox. Damit ist in allgemein die Plattform gemeint. PC, PlayStation Plattform, PS3, PS4, Xbox Plattform, Xbox 3, Xbox One. Xbox 360, nicht Xbox 3. So, allgemein, Anzeigefehler im Hauptmenü behoben. Okay, Fehler im Store behoben, aha. Verschiedene Fehler in der Freundesliste behoben. Also das ist ein Witz. Warum? Ganz einfach. Dieser Fehler wurde schon in so und so viel Patches angegeben, dass er angeblich behoben wurde. Das, was für so ein riesen Witz ist. Die Freundesliste in BO3, das ist ein Ding für sich. Das ist nicht einfach nur eine Liste, das ist ein Zustand. Das ist nicht ein Problem, das ist ein Zustand. Was man davon Stress als hat, weil die nicht richtig lädt oder weil sie immer wieder rumspackt. Man will ganz nach unten und landet immer wieder und kommt nicht über den 30. Account drüber, also über den 30. Freund halt, wenn ihr versteht, was ich meine. Kommt einfach nicht drüber, man landet immer automatisch wieder oben bei 1. Also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es gar nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich genau, am besten wieder ausmachen die PlayStation. Dann könnte ich das Ganze wieder gegen die Wand hauen. Aber nicht die Konsole, sondern eher das Spiel. Aber das Spiel ist leider digital. Also muss ich wohl doch die Konsole gegen die Wand hauen. Nee, Quatsch beiseite. Lobbybestenliste überarbeitet. Da sehe ich ein Riesenproblem drin. Warum? Lobbybestenliste, dachte ich erstmal, ja okay, die Bestenliste, das sind diese ganzen Betrüger. Vielleicht sind die jetzt endlich mal weg oder es wurden endlich mal gelöscht. Die Typen mit ihren 100.000 Punkte in der Minute, was total unlogisch ist, unreal ist. Und dann kam mir echt, Moment mal, stopp. Das ist eine Lobbybestenliste. Das heißt, wenn ich in einer Lobby drin bin, dann wird die Bestenliste angezeigt. Und dachte ich, oh scheiße, warum scheiße? Ganz einfach. Erstens mal war mir doch kein Fehler bekannt. Obwohl es manchmal doch zu Fehlern kam, zu Bugs. Okay, wenn sie das damit behoben haben, ist es in Ordnung. Das Problem aber, wo ich jetzt drin sehe, mir ist leider jetzt noch keiner nach dem Patch, noch kein Prestigemeister begegnet. Also ich selbst bin Prestigemeister. Prestigemeister sieht man nicht oft. Okay, das liegt auch daran, nach der riesen Bannwelle sind halt viele verschwunden, sind wir mal ganz ehrlich. Nicht nur auf dem PC, sondern auch natürlich auf den Konsolen sind welche verschwunden. Und nicht nur ein paar, sondern ich glaube so ziemlich fast alle. Okay, zumindest mal die fast alle. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich mal Leute gesehen mit Level 300, 400 Prestigemeister. Denkt man sich, boah Alter, ist der weit. Also ich bin selbst Level 188 Prestigemeister, aber mein Account ist echt. Oder mein Level ist echt, es ist nichts getürkt, es ist nichts gemoddet, nichts geglitscht, kein gar nichts. Das Ding ist wirklich sauber, es spielt alles, der ganze Spielstand. Und wenn andere Leute reinkamen, ich meine mittlerweile, wenn einer jetzt mit 400 oder 500 rumläuft, dann kann das schon echt sein, weil ich bin 188 und ich spiele kaum. Also wenn jemand wirklich jeden Tag seine 10, 12 Stunden runterrobbt, das mache ich schon ewig nicht mehr, so ein Scheiß, bei COD schon gar nicht mehr. Dann ist es wirklich so, besteht die Möglichkeit, dass einer 400, 500 oder 600 vielleicht schon haben kann. Ein Tausender-Level, einen echten Tausender-Level, kann ich mir nur schwer vorstellen, ob es da wirklich einen offiziell schon gibt. Möglich wäre es aber. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, auf jeden Fall, was ich hinaus will, ist folgendes. Und zwar, bevor ich jetzt noch weiter labere, du und ihr denkt, was das war ein Depp da am Mikro, was für ein Scheiß labert dann der Typ. Folgendes, und zwar, es war nämlich so, wenn jemand in die Lobby reinkam mit einem Prestigemeister, Account und mit dem Prestigemeister halt eben, sagen wir mal Level 105 oder 150 oder 200, ist es scheißegal. Da bin ich hergegangen, habe einfach in die Lobbybestenliste geschaut. Denn das Komische ist nämlich, auch wenn der Typ gefaked war, der Account, stand zwar da, als meinetwegen, er ist Prestigemeister Level 200, aber es war nicht echt, es war halt gemoddet oder geglitscht, wie auch immer.
Dann bin ich aufs Ding gegangen, auf die Lobbyliste, also Lobbybestenliste, und da stand tatsächlich sein echtes Prestige und sein echtes Level drin. Leute, ich verarsche euch nicht. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Es hat wirklich funktioniert. Ob es noch geht, weiß ich halt nicht, weil wenn ich heute geguckt habe, ist mir also auch kein Prestigemeister begegnet großartig. Klar gibt es schon welche. Ich bin ja auch Prestigemeister, aber es war halt wirklich so, ich habe heute nur ein bisschen gezockt und habe auch nicht drauf geachtet, aber normalerweise, wenn ich einen sehe mit hohen Level, dann gucke ich immer automatisch. Wenn es einer kommt mit Level 100 und 150 oder knapp über mir drüber, knapp unter mir drunter, gucke ich schon gar nicht mehr. Interessiert mich nicht, weil das kann schon echt sein. Aber wenn diese Leute kommen mit 4, 5, 6, 700, dann ist bei mir, gehen alle Alarmglocken los. Aber okay. Es wurden auch die Waffen gepatcht. Die ICR-1, Schaden auf große Entfernung erhöht. HVK-30, die Shiva und die KN-44, Schaden auf große Entfernung erhöht bei allen. So, da brauchst du den einzelnen vorzulesen. Die Vespa, Rückstoß verringert, Schnellfeuer verringert. Klingt mal nicht schlecht, aber naja. Muss man erstmal ausprobieren, austesten, ob die wirklich jetzt besser ist. Argus, Zeit für den Waffenwechsel erhöht. Ich verstehe das jetzt so. Wenn ich jetzt die von der Argus, also die Argus ist diese komische Schrotflinte, wo aussieht wie so eine Winchester. Erinnert mich irgendwie aus Terminator 2, da hatte der nämlich auch so eine Winchester. Schrotflinte, der Arnie, damals gehabt. Aber könnte hinkommen, ist halt scheißegal. Auf jeden Fall erhöht, das heißt, es dauert länger. Ich wusste nicht, dass das kurz war. Kann ich nicht sagen, weil ich habe mit der Argus nur gespielt wegen der Dark Matter Tarnung. Die habe ich ja schon längst, aber das wisst ihr ja. So, die Vivil, Distanzschaden in Hardcore erhöht. Ist definitiv gut, weil die war auf Hardcore nicht gerade der Burner, das Teil. Okay. Score Streaks, Power Core auf 1250 Punkte verringert, Dauer auf 60 Sekunden erhöht, Komplikationen mit der Konterdrohne behoben. Spezialisten, Outrider erhöhte Fähigkeit, Nomad erhöhte Fähigkeit, Prophet erhöhte Fähigkeit. So, Quelle, na klar, Activision, weitere Informationen folgen. So, das habe ich hier von der Seite, weil das muss ich auch angeben, gameplaynews.de. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil die ultra geil ist. Die haben hier ihren sogenannten Live-Ticker. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und da werden natürlich von zig verschiedenen Magazinen werden dann neue News hier immer durchgehend gepostet. Man muss es zwar immer wieder aktualisieren, die Seite. Was ist immer wieder? WhatsApp. Aber ist also nicht so tragisch. Wenn man mal drauf geht und hat man das Fenster mal eine halbe Stunde offen, einfach mal wieder hier ganz einfach neu machen und also aktualisieren und schon ist wieder gut. So, und wir finden immer neuen PC und hier, wie das halt alles läuft in Echtzeit, wie ich das hier wunderbar aufnehmen kann, gell? Ist doch geil, oder? Das ist der Hammer, wie das alles schön reagiert. Und es liegt alles nur an meinem neuen PC und an dieser Software hier. Ja, sieht man hier nur Werbung von Teufel, aber das ist scheißegal. Es geht eigentlich im Endeffekt nur um dieses obere Stück hier. Das ist das ganze Fenster. Und die Software ist kostenlos. Aber dazu mache ich dann extra noch ein Video. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank. Ich bin raus. Bis dann, euer Novi. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like hier und ein Abo. Aber jetzt bin ich raus. Tschüss.